Jo, sind wieder bei Zelda. Nee, das geht nicht. Bei The Legend of Zelda. Weil ich kann nicht einfach nur Zelda sagen, weil danach kommt ja nichts mehr. Beim letzten Mal haben wir das Spiel begonnen, den ersten Dungeon geschafft. Und ich guck mal, dass ich jetzt hier irgendwie heile, irgendwie zum nächsten komme. Ich habe keine Ahnung, wo der zweite ist. Ich habe nur so ungefähr eine Ahnung, in welcher Richtung er ist. Meine Güte. Ich meine nämlich irgendwo... Das ist die falsche Richtung. Irgendwo links von mir. Das sind, glaube ich, der zweite und der dritte Dungeon. So. Kann ich hier noch irgendwas kaufen? Die letzte Aufnahme ist schon wieder eine Woche her. Deswegen bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, wo ich alles hin muss und so, oder wo ich noch nicht war. Mal gucken, wie stark der Death Counter heute steigt. Nope. Manchmal schaffe ich es echt nicht, mich rechtzeitig noch zu drehen. So, haben wir hier noch was Interessantes drin? Meet the old man at the grave. Okay. Ich suche einen alten Mann. Okay, lassen wir den so rein, Ruhe. So, da kann ich auch nirgendwo hin. Schauen wir mal so ein bisschen kreuz und quer. Da ist noch ein Laden. Nein. Achso, die brauchen zwei Schläge. Okay. Ich sehe schon, ich sterbe schon wieder. Weil ich hier mit der Steuerung noch nicht klarkomme. Du hast nichts zu sagen. Okay. Nein! Block ab! Hilfe! Die Bomben bringen mir nichts. Das Herz schon eher. Ah! Nein! Ich krieg den Gegner nicht erwischt! Joa, ne? 2,5 Minuten drin und schon wieder tot. Versuchen wir das nochmal. Ja, jetzt spawnen die Gegner wieder neu. Ich muss mich echt noch an die Steuerung gewöhnen und wie die Gegner mich einfach trollen. Weißt du, der macht auf Highspeed und dreht immer ein Momentchen um und dann kommt er wieder zu mir zurück und dann tötet er mich. Ah! Ich kann dieses Spiel nicht. Vor allem dieses sich... Yo. Vor allem, wenn die Gegner sich gerade schnell von mir wegbewegen und dann einfach spontan umdrehen. Das kann ich doch nicht so schnell reagieren. Ich möchte doch nur zum zweiten Dungeon. Ist das zu viel verlangt? Ah, guck mal, eine Fee. Gib her. Du weg. Ah. Jetzt schieße ich nur noch. Das hat sogar gut geschossen. Ausnahmsweise mal. Nein. Ah. Teilweise habe ich das Gefühl, die jagen mich. Da. Solche dummen Gegner. Und teilweise habe ich echt das Gefühl, der Sora schießt nicht da, wo ich bin, sondern da, wo ich hingehe. Also ich glaube, ich muss in dem Spiel lernen, nicht den Gegner hinterher zu laufen, sondern zu warten. Vielleicht komme ich dann ein bisschen weiter. So. Schieß und weg. Ah, yes. Nein. Dann schieße ich dem... Laufe ich dem genau in den Schuss. Mit. Das wird doch nie im Leben noch erwischt. Ich bin ein bisschen weitergekommen. Hey. Nein. Schnell da rein. Was haben wir hier? Ein Dungeon. Schnell rein. Bevor der mich tötet. Level 3. Okay. Nehmen wir Level 3 zuerst. Ich bin eh wahrscheinlich gleich tot. Erkunden wir erstmal, was wir können. Huch. Geben die mir irgendwas? Ja, den Tod geben die mir. Aber hey, wir haben einen Dungeon gefunden. Ist zwar noch ein bisschen zu früh für Level 3, aber man kann auch hier einfach kreuz und quer durchgehen.
Kann ich nicht einfach... Was ist denn der Bumerang? Die mit dem Bumerang? Ja, ich kann ja mit dem Bumerang töten. Zumindest die kleinen. Ei. Verdammt. Ich habe doch eh noch nicht so viele Herzen. In Dungeons muss ich leider nur auf jeden Fall jeden Gegner töten. Für den Fall, dass die mir vielleicht irgendwas Nettes droppen. Nein. Okay, hier nicht. Vielleicht ja hier in dem Raum, weil hier bekomme ich nicht von Anfang an was. Ich einfach mal durch die Wand durchgeschlagen habe. Ja, ja, komm. Wobei... ja. Sogar wirklich was bekommen. Ach ja, ich kann mal nur von hinten erwischen. Und die machen ein Herz Schaden. Gut. Ich schleiche mich dann mal an den Schleimen vorbei. Ich habe ja jetzt meine Schlüssel. Und tschüss, bin ich da. Wenn ich eh nicht kämpfen muss, dann kann ich auch einfach vorbeilaufen. Nein! Ich dachte, ich hätte die alle erwischt. Hm. Kann ich die einfach in die Luft jagen? Ja, kann ich. Wie viele Schläge bräuchte denn? Nein. Mehr als ich. Okay, lass uns mit den Bomben. Ich muss das echt noch ein bisschen lernen, dieses Spiel. Ein bisschen sehr. Wir sind schon wieder bei 4 Toten und ich bin gerade mal bei 7 Minuten. Na, 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 komm her. So, und lass mich hier durch. Das Problem ist, ich möchte natürlich besiegen, um zu gucken, ob ich in diesem Raum was bekomme. Ah! Nein! Nein! Troll mich nicht! Okay, aber ich kann sie auf jeden Fall auch von der Seite angreifen. Der dreht sich... gleich um. Jo, tut er. Habe ich gemerkt. Wenn wir eh gerade noch hier sind, Moment. Kann ich rein zufällig mich in die Richtung? Oder in die Richtung? Nein, kann ich mich nicht durchspringen. Schade. Moment. Vielleicht kann ich hier mit dem Feuer zumindest etwas anschwächen. Ich kann das Feuer immerhin einmal pro Raum machen. Das haut die auf jeden Fall gut weg, die Schleime. Nein, nein, lass mich durch, lass mich durch. Nein! Ich häng fest. Und dann kommt der kleine Schleim einfach durch die Wand durch. Okay, die sind immun gegen... Ich gehe einfach mal. Nein, ich habe nur gelogen. Nein! Alter! Wieder mich verfolgt! Der macht das doch mit Absicht. Stop following me. Irgendwann. Irgendwann besiege ich die. Und dann bekomme ich nichts für diesen Raum. Rein gar nichts. Nein. Bitte was? Die großen Schleime machen mir auch so viel Schaden. Yo. Ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, wie oft ich schon gestorben bin. Also ich gehe ganz stark... Ich wollte gerade da weg. Ich gehe ganz stark davon aus, dass ich am Ende dieses Let's Plays mindestens eine 3-stellige Todesanzahl habe. Alles andere würde mich enttäuschen. Idiot. Okay, scheiß auf den Control Stick. Scheiß auf den... Ist das Gamepad? Nein.
Scheiß auf das Digipad, ich benutze wieder den Control-Stick. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit dem Digipad spiele, laufe ich nach oben, wenn ich zur Seite laufen möchte oder so. Nein. What? Der sich einfach neben mich geportet hat. Nope. Nein. Nein, 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 nein. Okay, einer tot. Ich möchte wenigstens einmal besiegen, weil dann kann ich den Raum in Zukunft einfach skippen. Ja, Bomben sind schon mal sehr gut. Nein. Okay, einmal noch. Nicht? Ich muss ihn treffen. Ich habe Bomben bekommen. Na gut. Soll mir das sagen, ich soll hier eine Bombe setzen? Ja, soll es. Noch mehr. Oh nein, und die muss ich auch noch besiegen, weil sonst ich durch den Raum komme. Nein. Danke für das Herz. Nein. Genau, in die Richtung. Nein! Ich wollte gerade so sagen. Man kann mir sagen, was man will. Die Dinger verfolgen mich. 100 Pro. So wie die teilweise gezielt auf mich zulaufen. Nehmen wir erstmal wieder den Bumerang. Aber hey, wir haben schon mal Fortschritt gemacht. Minimalen. Verdammt. Ja gut, ihr gebt mir eh nichts. Dann gehe ich erstmal nach links und gucke mich dort erstmal um. Ich werde ja wohl irgendwann was finden. Buh, den Bumerang. Und sonst nichts. Ah, das ist wie mies. Ich muss noch warten, bis die Tür aufgeht. Ich will hier nicht kämpfen. Habe ich Bomben? Ja, ich habe ein paar Bomben. Aber nicht allzu viele. Was? Wenn ich den von vorne erwische, dann tötet ihr es nicht ganz. Nein! Will ich hier wirklich rein? Kann ich nicht erstmal irgendwas holen, was mir meinen Schaden so nur noch ein verzehntelt oder so? Das wäre, glaube ich, das, was ich noch am ehesten brauchen würde. Bin echt zu schlecht für dieses Spiel. Nein! Trifft natürlich der große Schleim. Yo, schmeißen einfach durch die Wand durch. Passt. Nein. Wie die mir die Tür blockieren? Lass mich doch hier einfach gehen. Okay, ich gehe ja schon hier lang. Ach, aber die Fledermäuse bleiben tot. Die nicht. Ich kann das Ding sogar seitwärts werfen. Das ist ein NES, hallo? Die sind wahrscheinlich eh gleich weg, wenn ich da wieder hingehe. Gut, dass ich da hingeblieben bin. Moment, jetzt. Ich wollte schon sagen, es sind nur noch vier. Gehen wir erstmal nach oben. So schnell alle Gegner töten, dann kann ich auch gerne von diesen Dingern getroffen werden, weil dann darf ich nicht mehr mein Schwert einsetzen. Aber für den Rest der Gegner brauche ich mein Schwert nicht. Okay, hier ist sonst nichts. So, sind die Bomben jetzt noch da? Oh, sind sogar wirklich. Hätte ich nicht erwartet vom Spiel. So, und weg mit dir. Noch ein Schlüssel, okay. So, wo kommen wir denn jetzt hier raus? Ah, okay.
Dann spare ich mir das mal nach rechts, weil da kann ich mich auch einfach durch die Wand bomben. Also, habe ich ja schon. Spare ich mir mal vielleicht so einen Schlüssel. Nein! Und dich noch. Das vielleicht? Upsala! Did you get the sword from the old man on top of the waterfall? Nein, habe ich nicht. Ich weiß nicht, was der alte Mann von mir möchte. So, komm her. So, und du noch. Okay, sieht doch nicht aus, als wäre hier noch was. Ah, wo ist denn etwa der Boss? Irgendwo ganz weit rechts. Ja, ist ja gut. Ich habe das Schwert nicht, nein. Moment. Oh, tschüss. Ah, ich komme natürlich raus. Nein. Wie mies. Weißt du, sonst respawnen die Gegner nie, aber gerade die hier, ne? So, da benutze ich Schlüssel mal nicht. Da nehme ich den Weg hier durch. Wir sind sowieso gleich wieder tot. Aber wir haben zumindest den oberen Teil schon mal erkundet. Kann ich da nach oben? Ja, kann ich. Ah, super, die Karte. Nope. Okay, jetzt muss ich mal... Ah, auf Select pausiere ich das Spiel. Also wenn ich das jetzt richtig sehe, fehlt mir links noch der eine Raum. Und... von hier nach rechts aus. Ich bin halt wieder tot. Nichts Neues. So, das heißt... da links erstmal jetzt den Raum schaffen, um da an den einen Raum noch dran zu kommen. Ich gehe mal stark davon aus, dass da das Item ist. Böser Schleim, geh weg. Einfach direkt den Bumerang hinterher, dann passt das meistens. Na gut, da habe ich mir jetzt sogar irgendwie zwei Schlüssel gespart. Ich weiß gar nicht, wo ich den zweiten jetzt noch gespart habe, aber ich bin nur mit einem Schlüssel. Oder vielleicht ist rechts gleich nochmal irgendwo eine Schlüsseltür. So, dieser Raum. Nope. Ich wollte gar nicht raus. Moment. Schade. Ich kann kein Schwert oder sowas einsetzen, wenn ich in der Tür stehe. Ich hätte vielleicht sonst einfach so ein bisschen... Nein, nein. Geht weg. Drop doch mal ein Herz. Seid doch mal so nett. Nein, die wollen mir nichts geben. Nein, 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 nein. Nicht, wenn ich so kurz davor bin. Verdammt. Nein! Musstest du nach links gehen? Du hättest nach rechts gehen können. Rechts ist so viel schöner. Die Himmelsrichtung rechts. So, mal weg mit dir. Nein, nein! Okay, jetzt kann ich, glaube ich... Das kann ich schon wieder... Ach komm, töte mich. Als ob ich damit nur einem Herz durchkomme. Puh. Also ich würde gerne noch das Item in diesem Part bekommen. Den Boss können wir ja stehen lassen, einfach abhauen. Aber das Item hätte ich gerne noch. Die alle jetzt gerade natürlich genau in die Richtung der Tür hier gehen. So, komme ich hier jetzt einfach... Ja, jetzt geh nach rechts. Perfekt. Also ich glaube mit Bomben... Weh, du kommst zur Tür. Weg. Mit Bomben komme ich dann nicht mehr so weit mit den drei, die ich habe. Das heißt, Konzentration und ausweichen. Alter, der verfolgt mich.
100 Pro! Der weicht immer genau in... Oder, na gut, die weicht nicht... Der weicht ja nicht aus. Der geht einfach genau immer in die Richtung, wo ich gerade rumstehe. Nein. Ah. Da habe ich ihn genatzt. Der dreht sich jetzt um. Dummer Amos-Ritter. Also so langsam strebe ich auch die vierstelligen Todesanzahl an. Wenn das so weitergeht wie in diesem Part heute, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht mal so unwahrscheinlich. Geh nach rechts. Ja, oder nach oben, ist mir auch egal. Ja, gut, vielleicht nicht vierstellig, aber eine höhere dreistellige Zahl. Am Ende habe ich also einen maximalen Tod von 990 oder so dort stehen. Nein. Okay. Jo. Und nein. Nein, ist mir weggelaufen. Du kannst auch gerne wieder gehen. Ich bin weg. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Wer war denn, den ich angeschlagen habe? Nein. Nein! Alter! Stopp dies! Wieso brauchen die manchmal mehr Schläge und manchmal mehr weniger? Okay, der war es auch nicht. Okay, es sind jetzt zwei mit nur noch zwei Schlägen und... Nee, einer mit nur noch zwei Schlägen und einer mit nur noch einem... Oder zwei Schlägen? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Geht ihr mal alle bitte weg von mir? Oh, yes. Einer weg. Nein. Nein! Ich bin schon wieder hängen geblieben mit dem Controller. Okay, ich benutze wieder Bomben. Lauft bitte alle mal da rein. Den ein... Mit... Das sah interessant aus. Mit. Stirb! Stirbst du mal bitte? Hallo? Mit. Was tut der? Wird einfach mal alle... Wie viele Bomben habe ich dem jetzt ins Gesicht gedrückt? Nein, nein. Jetzt nicht sterben. Ich gehe jetzt, ich mache das jetzt so lange, bis die irgendwann mal perfekt einfach alle links spawnen. Oder gerade nicht zufällig alle auf mich zulaufen. Ich möchte nur das Item haben. In der Tür stehe ich ja zumindest sicher. Muss nur warten, bis die alle mal nicht rechts stehen. Wenn ich das Item habe, kann ich ruhig sterben. Das ist mir auch egal. Ja, stell dich aber bitte nicht auf die Treppen da hinten, ne? Ich muss da noch schon noch drüber. Probieren wir das nochmal. Links, links, geht nach links. Schön nach links alle. Ja. Ihr müsst nicht in der Tür stehen. Nein, ihr müsst mich nicht töten. Liegt jetzt auch noch. Wait. Was tue ich hier? Die stehen teilweise echt übereinander. Nur um in meiner Nähe zu sein. Wenn das nicht wahre Liebe ist. So, jetzt. Du einer da. Du. Jetzt sind schon wieder alle anderen auch hier. Okay, schnell durch! Boah. Geh weg, geh weg. Oh Gott. Die beiden Fledermäuse nur noch. Ich hab's! Yes! Okay, jetzt kann ich auch sterben. Werde ich wahrscheinlich sowieso. Ich verlasse diesen Raum nicht. Wieso spawn ich in der Mitte? Wow! Ich habe den Raum lebend verlassen. Ich bin erstaunt von mir selbst. Ein bisschen, ja. Da ich aber sowieso gleich eh... Da ich sowieso eh gleich an den Boss gehen würde, habe ich lieber volle Herzen. So, mein Item habe ich jetzt aber noch, oder?
Ja, okay. Dann würde ich sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.